Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sleeping Dogs. Wir haben ja das Hauptspiel jetzt durch. Wir haben auch die Ding gemacht, die, wie heißt das Zodiac-Turnier. Wir haben jetzt nur noch Albtraum in Northpoint und Jahr der Schlange. Ich würde sagen, wir machen zuerst Jahr der Schlange und dann zum Schluss Albtraum in Northpoint. Ich habe mich so ein bisschen informiert, es sollen beide DLCs circa 2 Stunden gehen, wobei Albtraum in Northpoint spannender sein soll vom Kämpfen her und von der Story, weil es halt was ganz anderes ist. Ja, der Schlange soll relativ langweilig sein. Wir überzeugen uns aber selbst davon, ob es wirklich so langweilig ist. Durchspielen tun wir es auf jeden Fall. Und ja, ich habe jetzt nicht die Triaden auf 10 gemacht, weil er bringt halt eh nichts mehr, wenn ich das Spiel eh durch habe. Und dadurch, dass du die 2 DLCs über den Startbildschirm, also übers Menü startest, läuft das halt ganz anders mit den Fähigkeiten, die dein Charakter hat. Was ich zumindest so gelesen habe. Also ich würde sagen, wir starten mit Jahr der Schlange. Ah, okay, dann ein neues Spiel starten. Na, mal schauen, was uns erwartet. Ich freue mich schon. Good to see you, Wei. I got a call. Something about an urgent problem in the New Year celebrations? Yeah, about that. Seems you made a lot of bosses unhappy lately, so... Are you serious? Look, I can't ignore a direct order just because I think it's wrong. Come on. And neither can you. So I'm in purgatory now, is that it? Punishment for my sins? You upset a lot of people. Let's not even get into the property damage out there. Fuck. Or the total carnage that seems to follow you everywhere you go. Bosses aren't happy. Screw them. I'm a cop. You gonna put me out on the street or not? In a manner of speaking. Auf Strafzettel verteilen, geil. Wie er da steht. Der ist ja richtig unzufrieden. Ah, schön. Die Musik auch dazu. Kannst die ganze Situation nicht ernst nehmen. Also die ganze Szene. This sucks. Holy shit. Stop, police! Was? Warum läuft einem Auto hinterher? Okay, die Verdächtigen finden. Suspect is in a blue vehicle. License 12X448. 448 must be a rental. Okay, die letzten 3 Ziffern sagen einem, wie... Oh. I've seen a guy in yellow. He went that way. Also die letzten 3 Nummern sagen einem in Hongkong, ob es ein Mietwagen ist oder nicht. Cool. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch so ist. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus. Ah, da ist er. In pursuit of suspect. Freeze! Eieiei. You can't stop us! Oh, was? Den nächsten finden? Ich hätte gedacht, das war's jetzt schon. Hoppla. I saw a guy hiding over there! Thanks. I'll take it from here.
Hä? Was ist denn das für ein komischer Haufen? Ah, war kurz ein bisschen buggy. Okay, wir arbeiten jetzt wieder für die Polizei und wir sind wieder hier. Entspannt, geil. Das Auto parkt da, wir setzen den Verdächtigen rein. Alles wunderbar, sehr schön. Okay, lebensmäßig sind wir aber voll. Warte, wir schauen da jetzt mal kurz. Okay, es gibt keine Upgrades, es gibt keinen Sozialknoten. Okay. Aber wir haben anscheinend volles Leben. Also halt auch alle Gesundheitsschreine sozusagen. Okay, krass, dass die, diese komischen Typen jedem auffallen. So, ich glaube, da muss ich hier drüber hüpfen, oder? Nee, kann ich nicht. Aber, ah, okay, ja, stimmt. Wei Shen ist ja keine Tunte. Oh, das ist aber neu. Das ist, um die Leute nicht, ach so, platt machen soll ich die trotzdem. Ja, vielleicht kommen ja später noch Gegner, wo ich diesen Elektroschocker verwenden muss. Diese Outfits sind aber interessant. Das ist halt so ein guter Move. Ich liebe den. Haben wir aber alle so einen Anzug an? Also Anzug unter Anführungszeichen. Also eben die gleiche Farbe oben und bei der Hose. Und schwarze Schuhe. Aber hinten ist so eine Schlange drauf. So, dann überprüfen wir mal das Fahrzeug. Oh, was ist denn das hier? Beweisbeutel 1 von 20. Okay. Okay, hier gibt es also auch was zum Sammeln. Son of a bitch. Dispatch, I have a bomb here. I repeat, I have a bomb. Stand by, don't touch it. Wait for the bomb squad. Wait for the bomb squad. What? No time, dispatch. This thing's gonna go off. That's a direct order. Yeah, well, it's a stupid order. What's your position? The bomb squad can't find you. I'm running it into the bay. What? Are you crazy? This thing might blow up half the neighborhood. Ey, ich muss das auf der Karte markieren, sonst komme ich da nicht rechtzeitig hin. Oh, es wird nicht markiert, euer Dreck. Schnell schwimm, Junge. Halleluja. Dispatch, this is Shen. Where's the car? At the bottom of the ocean. You better get back to HQ immediately. Negative, dispatch. I need to follow up. You have an address on that license plate? Who ever heard of a plate with two fours in it? You got an address? Stand by. It's 322 Sa Ching Road, but the boss won't be happy. When are they ever? Alter, er hat da gerade urvielen Menschen das Leben gerettet und die am Telefon hat da einfach null Verständnis dafür. Okay, wir sind aber wieder in auf der Standard Map. Okay. Kann ich anrufen? Ja, geil. Das heißt, du musst ja jetzt zu Fuß hingehen, oder was?
Oder ich klaue mir einfach ein Auto. Stop, police! Ah, okay, er macht jetzt auch was anderes. Er wirft die jetzt nicht einfach aus dem Auto, okay. Interessant, aber warum kann ich nicht einfach einen Autoservice anrufen? Oder meinen Kollegen, der mir mein Auto vorbeibringt oder so. Okay, dann überprüfen wir mal die Adresse. Also es geht gleich direkt los. Da werden keine Faxen gemacht. Ich hätte mir irgendwie schon irgendwie eine kleine Einweisung oder so gewünscht. Oder irgendwie, hier, das ist eine Erweiterung von Sleeping Dogs. Hier hast du alles schon freigeschalten. Deswegen gibt es keine Upgrades zu kaufen. Und die Hauptstory wird ganz normal markiert. Und ja. Schräg. Aber ja, spielen wir mal weiter. Ah ja, das kennen wir ja eh schon, das tolle Minispielchen. Mir ist schon aufgefallen, als ich ja die ganzen Tresore gesammelt habe, dass die erste Nummer meistens zwischen 10 und 20 ist. Die zweite ist irgendwie immer so zwischen... die erste ist, glaube ich, zwischen 5 und 15. Die zweite ist dann so zwischen 15 und 24. Und die dritte ist dann immer unter 10. Irgendwie so war das. Damit man ja lange drehen muss. What is this shit? Aha. Sind das Anschlageorte oder was? It just gets weirder and weirder. Okay, die haben hier die Bomben gebastelt. These guys are fucking crazy. It's that cop! The fucker that followed Wu! Get him! Holy shit! Okay, da wollen mich Leute gleich wieder verprügeln. Die Kultmitglieder verprügeln. Also wir wissen mittlerweile schon, dass es Kultmitglieder sind. Ey, da kommen ja noch mehr. Alter, okay, der Messerangriff, der hat gesessen. Kommen da noch mehr oder hört das irgendwann noch auf? Ich glaube nicht, oder? Wen soll ich denn da verhaften? Einen von denen, oder? Ja, soll ich die jetzt besiegen oder soll ich die verhaften? Ich besieg die lieber und bring die gleich um. Oh, die Polizei hilft mir schon. Geil. Zuerst einmal, dass ich die Polizei prügeln sehe. So, der liegt. Der ist mal fertig mit der Welt. Der auch. Dem hauen wir auch mal ordentlich eine rein. Okay, sind nur noch die zwei anscheinend. Ein Schlagstock. You busted. You busted. You're looking at 10 years minimum. I look at you and I don't see a guy with the balls to do that kind of time. I won't do 10 days. None of us will. What's that mean? When the new year starts, it's all over. So your prisons, your laws, they don't mean anything to me. What's over? What happens on New Year's? The world, it ends. How do you mean ends? Master Chu teaches when the year of the snake begins, the world will end. All of its creatures will be divided into two groups. Those who helped usher in the great reckoning will feast in heaven alongside the great master himself. The unbelievers will be cast down into hell.
Let me get this straight. Where is this Master Chu now? I don't know. He's helping. We're all helping. How many helpers are there? Hundreds. We're his army. Son of a bitch. Okay, problematisch. Bombenteam, okay. Erhalten Belohnungen, Streifenwagen in ihrer Garage verfügbar und Glücksgeld. Also nächster Auftrag. Okay. Okay, die ganzen Garagen werden angezeigt. Ha, was ist das da? Sind das Nebenaufträge? Die Polizei wird jetzt natürlich als blau markiert, weil wir ja selber ein Polizist sind. Also als Freunde sozusagen. Okay, hier geht's weiter mit der Story. Ich würde aber gern wissen, was ist das da? Das sind wahrscheinlich so Cop-Jobs, oder? Kann ich hier einfach in ein Auto einsteigen oder kriege ich dann Ärger? Nee, ich krieg keinen Ärger, geil. Ich krieg keinen Ärger, das ist schön. Ja, hier mal rauszukommen mit der dicken Karre nicht so einfach. Aber wie zur Hölle soll ich die restlichen Beweistaschen da finden? Also ich will auf jeden Fall alle haben. Vielleicht bekommt man da nachher irgendwas. Ich meine, wir haben auch schon alles im Hauptspiel gemacht. Da ist das ja eigentlich klar, dass wir das auch hier machen werden. Wir haben es sogar im Zodiac-Turnier gemacht. Okay, ich muss hier rein. Wir gehen da besser zu Fuß, bevor wir da mit dem Auto reinfahren. Warum ist das ober uns? Was? Das Gebiet untersuchen? Was zu... Das Gebiet untersuchen war... Oh, oh, ja, ich sehe es schon. Ja, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da hoch? Was, verlieren Sie den Dieb nicht? Ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin doch falsch hier. Ich muss ja nach oben und das kann ich aber nicht. Hier komme ich nicht hoch, weil das ist zu hoch, was ja natürlich auch Sinn macht. Ja, das geht auch nicht. Ja gut, das ist jetzt aber Dreck. Weil ich auf der falschen Seite bin. Ey, der Auftrag ist weg. Warum? Was? Ja, wie hätte ich denn da oben hinkommen sollen? Da muss ich ja erstmal querfeld einlaufen, oder? Ah, ich kann Autoservice anrufen. Ah, berichtemäßig kann man was. Ah, Glücksgeld. Rote Umschläge enthalten Geldgeschenke zum Neujahrstag. Normalerweise geben Verheiratete die Umschläge Unverheirateten und oder Kindern. Die rote Farbe des Umschlags soll dem Empfänger Glück bringen und böse Geister abwehren. Das ist aber blöd, es ist der eine Auftrag weg. Aber ganz ehrlich, wie komme ich denn da hoch? So, man kann hier so die Gasse entlang laufen, das ist ja alles gut und schön. Aber wie soll ich da... Ah, ja. Okay, über hier. Ja, toll. Das weiß ich ja vorher gar nicht. Ah, bisschen kompliziert. Ja, vor allem, dass mir das dann gleich schon gezählt wird, dass ich im Missionsgebiet bin, ist ein bisschen sehr ärgerlich. Hey, jetzt ist der Auftrag ganz weit unter mir?
Ey, was will das Spiel von mir? The guy stole my wallet. Shit, just what I need. Stop, police! Okay, gut. So, haben wir. The whole city is blowing up. Where the hell did you find time to bust me? What kind of priorities is that?